Drop die Ankündigung, Maelo. Ja, gerade droppen. Gerade die Ankündigung direkt nach meiner Kinderschnitte. Kindermilchschnitte, genau. Also, ich habe etwas zum Sagen. Und zwar. Nein, mache die Ankündigung erst nach der Milchschnitte. Mir egal. Ich wollte etwas sagen in dem Stream. Ich habe es ja schon in meinem Hauptkanal-Video angekündigt, gehabt, so ein bisschen. Und zwar, ab dem 1. Juli wechseln der Elia, der Mr. Elia, der ist jetzt gerade hier im Chat, der Adi Totoro und meine Wenigkeit auf Twitch. Wieso, warum, weshalb, das wollte ich jetzt erklären. Wir drei haben uns entschieden, weil YouTube öfter mal Faxen macht, jetzt den Wechsel auf Twitch zu machen. Wieso? Eben, YouTube macht öfters mal Faxen und nimmt Streams einfach ohne Vorankündigung, ohne Reden, einfach down. Man kann gar nichts machen, auf zwei ist der Stream einfach down und man weiß nicht wirklich, wieso sie sagen, einfach gegen die Community-Richtlinien und fertig. Mehr kommt da irgendwie nicht gesehen. Es ist einfach gegen die Community-Richtlinien und jetzt wechseln wir alle auf Twitch und wie eigentlich somit auch ein bisschen die Schweizer Twitch-Szene und wir ein bisschen vielleicht beleben oder einfach ein bisschen, einfach wir auch nochmal auf Twitch da sein, einfach ein bisschen rum sein. Ich habe wirklich Lust drauf, jetzt mal etwas Neues zu sehen mit Twitch und ich hoffe natürlich auch, dass der eine oder andere für euch mitkommt. Ich weiß oder ich bin mir 100% sicher, dass am Anfang, wenn wir bei Twitch anfangen, viele Leute da, aber nein, wenn wir schon ein bisschen auf Twitch sind, dann geht's gegen runter. Und dann sind die Streams sind zuerst wahrscheinlich nicht so gross wie hier bei YouTube, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass das dann gleich wird Fuss fassen in der Schweiz und dass die merken, hey, Twitch ist auch eine geile Plattform und da kann ich genauso auch mir Streams einziehen. Da kann ich auch mir Twitch-App downloaden oder so. Ich meine, das ist alles gratis bei Twitch, genauso hier wie bei YouTube, falls das noch nicht hat. Ich meine, die meisten, habe ich das Gefühl, die aktiv generell Streams sich einziehen, die haben Twitch auch. Aber die, vielleicht, die es noch nicht haben, kann ich euch mal empfehlen, auf jeden Fall euch das mal zu downloaden. Einfach mal dem Ganzen eine Chance geben, wenn ihr keinen Bock habt. Ist auch nicht schlimm. Also, ja, ich will niemanden irgendwie zwingen oder wissen wie. Also, kein YouTube mehr. Nein, klar mache ich noch YouTube-Videos. Logisch mache ich noch YouTube-Videos. Ich mache einfach ab dem 1. Juli keine Streams mehr hier auf YouTube. Aber YouTube-Videos, Highlight-Videos und der Hauptkanal, also der Haupt- oder Zweitkanal, die bleiben bestehen. Also das geht genau gleich so weiter. Alles bleibt, wie es ist eigentlich. Außer eben, dass meine Livestreams nicht mehr hier auf YouTube sind, sondern auf Twitch. Genauso. Und der Mr. Elia, der streamt jetzt auch schon ein Zeitchen. Und der Adi Totoro, der ist erst so richtig am Anfang mit Streams, aber hat auch schon zwei Kanäle und er wechselt auch auf Twitch. Wir alle auf Twitch wechseln, weil wir einfach das Gefühl haben, dass das für das Streamen die bessere Plattform ist und auch, dass wir mal auch noch ein bisschen auf anderen Plattformen aktiv sind und nicht vor allem zum Beispiel oder der Lia, der Adi hat dann noch TikTok, aber dass ich nur zentralisiert auf YouTube unterwegs bin. Gauch 04, sorry, aber ich finde Twitch übelst den Müll. Digga, wieso findest du Twitch Müll? Sag mir mal, wieso du Twitch Müll findest. Ich finde das Interface nicht geil und ich komme hure nicht nach, wie das alles funktioniert und so. Ja, das kann ich verstehen, dass es am Anfang ein bisschen kompliziert ist, das ganze Twitch-Zeugs und komisch ist, aber ich würde sagen, das lernst du. Also ich glaube, das ist bei allen Plattformen gibt's das Gleiche. Das lernst du sicher, wie das Ganze funktioniert. Also klar ist es nicht ganz das Gleiche, würde ich sagen, wie YouTube, aber für die Streamer an sich, aber ich glaube auch für die Zuschauer, der Chat und das Ganze finde ich nicht so viel geiler gelöst auf Twitch als hier bei YouTube. Und ich habe auch für Streamer bessere Möglichkeiten, viele Sachen zu machen. Twitch ist halt für Livestreamer ausgelegt, was es schon 100 Mal besser macht. Ja, genau. Und ich war auch enttäuscht von YouTube, weil YouTube hat seine Präferenzen natürlich nicht 100% auf dem Streaming. Klar machen sie Streaming auch, aber es ist nicht in das Hauptbusiness sozusagen. In das Hauptbusiness sind Videos und nebendran machen sie auch noch die Streams. Aber die sind nicht komisch eingebettet und so weiter und so fort. Das ist alles nicht komisch. Bin komplett lost, was ist Twitch? Das ist eine andere Streaming-Plattform, wo jetzt machen wir Stream hier auf YouTube und Twitch ist einfach eine andere App, wo du die kannst downloaden und der Variasch hat dir auch in den Chat geschrieben, dass du Twitch schon machst, abchecken. Aber am 1. Juli bin ich dann bei Twitch. Genau. Aber sonst, ehrlich gesagt,
Ehrlich gesagt, das wird sich absolut gar nicht ändern. Sonst. Also, es wird alles beim Auto bleiben. Ich werde Reactions machen nach wie vor. Ich werde immer noch 19:30 am Montag live sein. Da wird sich eigentlich gar nicht so viel ändern. Wie oft pro Woche wirst du auf Twitch streamen? Wahrscheinlich ein bisschen, wenn ich es schaffe, ein bisschen mehr. Wenn nicht, ist einfach Montag ist ein fixer Tag und that's it. Also, vielleicht machen die dann noch mehr. Vielleicht gibt es eben auch noch Gaming-Streams und Gaming-Highlight-Videos. Das wird eventuell noch für euch zukommen, wenn ihr dann den neuen PC habt. Also das wird alles eigentlich beim Alten bleiben, außer eben, dass der Stream auf Twitch ist. That's it. Gibt es Mitglieder auf Twitch? Ja, da gibt es Subs. Jo. Zeig mal deinen PC, zeig ihn dann, wenn ihr den neuen habt. Aber ich weiß nicht, wieso, weil der Chat heute so abpackt. Das fuckt ein bisschen ab, muss ich sagen. So, jetzt hast du auch eine relativ große aktive Community auf YouTube. Da wird dir der Start auf Twitch leichter fallen. Ich hoffe aber, wie gesagt, dass der eine oder andere natürlich mitkommt auf Twitch. Klar, habe ich das Gefühl, dass der wahrscheinlich weniger, dass wahrscheinlich weniger Leute mitkommen als hier auf YouTube, der im Stream dabei sind. Das habe ich schon das Gefühl, dass weniger Leute am Start werden sein. Aber auf jeden Fall habe ich nicht das Gefühl, dass was habe ich wollen sagen? Ich bin völlig lost. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was ich wollen sagen. Ich bin völlig lost. Ich bin wirklich verloren, verloren in this world. Twitch, let's go! Ja, Adi ist schon da! Moin, Meister! Zusammenfassend kann man sagen, von Twitch, ich wär's auf Twitch. Alles wird beim Auto bleiben. Hauptkanal, Zweitkanal, alles wird beim Auto bleiben. Ich bin einfach bald nicht mehr hier auf YouTube am Streamen, sondern auf Twitch. Mit bald meine ich ab dem 1. Juli. Und das machen nicht nur ich, sondern auch der Mr. Elia und der Adi Toto. That's it. One is the loneliest number that you'll ever do.